Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Topspiel am Montagabend zwischen dem VfL Bochum 1848 und Fortuna Düsseldorf. Es wird aller Voraussicht nach ein Jubiläumsvestuell, denn bisher gab es 59 Pflichtspiele zwischen dem VfL und der Fortuna in Bundesliga, zweiter Bundesliga und DFB-Pokal. Bilanz aus Bochumer Sicht: 22 Siege, 22 Unentschieden, 15 Niederlagen. In der zweiten Liga relativ ausgeglichen das Ganze mit 4 Siegen und 4 Niederlagen. Zuletzt traf man in Düsseldorf in der Sommervorbereitung aufeinander. 1:0 hat die Fortuna damals gewonnen. Das letzte Spiel in der Liga ging 2:1 für den VfL aus. Das war 2018 in Düsseldorf, unter anderem durch ein Tor von Thomas Eisfeld. Das letzte Heimspiel gegen die Düsseldorfer 2017 mit einem 0:0 aus der Rubrik Ehemalige. Robert Tesche und Tarsis Bonga, der mal für die zweite Mannschaft der Fortuna gespielt hat, auf Bochumer Seite, und Gökhan Gül bei der Fortuna. Damit wären wir beim Podium. Cheftrainer Thomas Reis ist da, VfL-Geschäftsführer Sport Sebastian Schinzidorz ebenso. Die erste Frage geht in Richtung Personalien an den Thomas. Saulo De Carli hat welche Fortschritte in der letzten Woche gemacht? Ja, weiterhin im Reha-Bereich, hat jetzt nochmal ein Kontroll-MRT gehabt, also das sieht sehr, sehr gut aus. Auch da, wie gesagt, wie die letzten Wochen auch, abwarten und hoffen, dass es schnellstmöglich oder dass er schnellstmöglich vielleicht dann auch irgendwann zur Mannschaft zurückstoßen kann. Einer, der auf dem Platz zurückgekehrt ist ins Mannschaftstraining, Tom Weiland. Wie zufrieden warst du bisher mit ihm? Ja, wir haben ja gesagt, im Endeffekt, habe ich gesagt, das ist ja auch ein Arbeitsversuch. Er war sehr lange raus. Wir versuchen jetzt so langsam zu integrieren. Wir müssen immer wieder schauen, wie er die Belastung standhält. Deswegen macht er auch noch nicht alles mit. Als auch wir zweimal trainiert haben, war nur eine Einheit. Also wir schauen da schon, dass er auch mehr der freie Mann ist. Und bisher ist der Eindruck ganz gut. Es hält auf jeden Fall erstmal alles, aber wir müssen da auch von Tag zu Tag schauen und hoffen, dass es dann, dass es dann wirklich auch so weitergeht. Ein paar Jungs, die nicht auf dem Platz waren, entweder die gesamte Woche über oder halt die letzten Tage. Tarsis Bonga, der gerade angesprochene, und auch Robert Tesche. Danny Blum hat gestern abgebrochen und Amel Bella Kotschab. Wie sieht es bei den Vieren, sind's, ne, bei dem Quartett aus? Ja, ja, bei Tarsis haben wir ja gesagt, das wird ein bisschen ein Prozess werden, der ja über mehrere Wochen gehen wird. Er hat ja Probleme mit dem Knie, mit der Patellasehne, und das ist so wie mit allen Entzündungen oder Problematiken, die in dem Bereich entstehen, immer schwierig, eine Prognose zu geben. Das hatte ich ja schon dreimal gesagt in den letzten Wochen, und das ist auch weiterhin so. Er ist in Behandlung, fährt jetzt auch schon Fahrrad. Da müssen wir gucken, dass wir den auch schnellstmöglich wieder hinbekommen. Wird noch eine Weile dauern. Bei den anderen drei bin ich eigentlich guter Dinge. Haben aus verschiedensten Gründen pausiert oder auch das Training abgebrochen. Bei Robert war es ja so, das war auch der Grund, in Hamburg dann diesen Wechsel vorzunehmen, weil er einfach einen Schlag drauf bekommen hatte. Und hat aber heute auch schon wieder individuell schon mehr gemacht mit Ball. Und aller Voraussicht nach werden alle drei morgen auch wieder ins Training einsteigen. Okay, das war's von unserer Seite aus zunächst einmal. Damit geht die Runde an euch. Eure Fragen bitte. Günther Pohl. Thomas, am 22. August, der Jens hat es gerade angesprochen, habt ihr ein Testspiel bei Fortuna Düsseldorf gemacht. Ihr habt spielerisch da durchaus zu überzeugen gewusst, habt aber nach einer Ecke war das, glaube ich, 1:0 bekommen und verloren. Was mir auffällt, dass damals schon eigentlich der komplette Abwehrblock so spielt, wie er jetzt hier in der Saison gespielt hat, während vorne lediglich Simon Zoller gespielt hat. Kann man aus diesem Vergleich eigentlich etwas mitnehmen, oder sagst du, Test, Vorbereitung, Fortuna ist eine ganz andere Mannschaft? Du wirst ja mehrere Spiele gesehen haben von Fortuna Düsseldorf. Was hat sich da seitdem verändert? Zumindest kann man ja vielleicht mitnehmen, dass man spielerisch mit Fortuna Düsseldorf mithalten kann. Ja, aber so wie du auch schon gesagt hast, ist es richtig, dass es eine Vorbereitung ist und man dann auch von Vorbereitungsspielen spricht und einige Dinge dann ausprobiert. Der Druck ist natürlich in der Vorbereitung nicht ganz so da wie logischerweise in der Meisterschaft, sodass man, dass auch die Spieler viel probieren können, auch wenn mal was in die Hose geht. Wäre jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, wenn am Montag irgendwas passiert oder probiert wird. Wir wissen, dass Fortuna eine sehr, sehr gute Mannschaft hat, dass er also mit Sicherheit noch ihren Erwartungen hinterherlaufen, aber das ist auch für mich so ein Prozess, wo man eigentlich auch als gegnerischer Trainer darauf wartet, wann Fortuna dann durchstartet. Ähnlich hat es jetzt Paderborn geschafft, in positive Fahrwasser zu kommen. Und wir wollen natürlich schauen, dass wir am Montag
diese positive Fahrwasser für Düsseldorf nicht ermöglichen. Wollen alles dran setzen, die eine ähnliche Leistung wie in Hamburg abzurufen. Und ja, was kann man davon mitnehmen? Also sie haben eigentlich ein klares 4-4-2 gespielt, auch schon damals im Testspiel. Wir wollen versuchen, uns bestmöglich vorzubereiten und ja, dann werden wir am Montag sehen, was bei rumkommt. Und ich bin auf jeden Fall wieder guter Dinge. Joachim Droll und dann Ralf Ritter. So, hallo erstmal zusammen. Thomas, der geschätzte Kollege Friedhelm Funkel hat heute bei den Kollegen in Düsseldorf auf das Spiel geblickt, weil er ja bei beiden auch Trainer war und meinte, Bochum hat eine sehr erfahrene Mannschaft, aber er glaubt, dass die Fortuna aufgrund des Kaders doch stärker besetzt sei und einen Punkt holen wird. Wie weit gehst du damit? Ja, letztendlich hat Friedhelm Funkel genug Erfahrung. Also ich werde einen Teufel tun, da irgendwas dagegen zu sagen. Wir wollen am Montag das zeigen, dass er vielleicht nicht ganz richtig lag. Das ist natürlich unser Ziel. Ich glaube, der Friedhelm hat genug Erfahrung gesammelt und es wäre jetzt schon ein starkes Stück, wenn ich da was dagegen sagen würde. Wir wollen es am Montag beweisen, wie ich gerade gesagt habe. Wir wollen eine gute Leistung abrufen und dann kann ich auch gerne mit dem Friedhelm mal sprechen, wer dann Recht behalten hat. Und wir wollen schauen, dass wie gesagt, wir die 3 Punkte hier behalten. Dann der Ralf. Ja, wenn Robert Tesche morgen wieder beschwerdefrei trainieren kann, dann ist er auch wieder ein Kandidat oder sogar gesetzt in der Startelf nach der starken Leistung in Hamburg? Dann kann es sein, dass er wieder auflaufen wird, weil er hat mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Also ich habe ja auch gesagt, ich habe die ganze Mannschaft gelobt, aber letztendlich hat er auch einen riesigen Beitrag dazu geleistet, dass wir so gut in Hamburg gespielt haben. Wir müssen schauen, jetzt hat er individuell trainiert, wenn er morgen ins Training einsteigt, wenn alles hält, wenn er die Trainingsleistung bestätigen kann, dann ist es mit Sicherheit ein Kandidat, der am Montag auflaufen kann. Aber wir müssen jetzt noch abwarten, wir haben jetzt noch 2 Trainingseinheiten vor der Brust und ich hoffe, dass er alles durchhält, dass auch die anderen Spieler alles durchhalten, dass sie mir die Wahl wieder so schwer wie möglich machen und dann können wir auch gestärkt gegen Düsseldorf auftreten. Günther Pohl. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Thomas, dass du vielleicht zumindest auf einer Position einen Wechsel vornimmst, unabhängig jetzt von Tesche, also bei Tesche dann vielleicht 2, oder denkst du überhaupt nicht daran, im Moment einen Wechsel vorzunehmen aufgrund der Leistung und aufgrund der Trainingseindrücke in dieser Woche? Man hat immer habe ich ja schon gesagt, gehabt, gewisse Formationen im Kopf, man versucht immer die beste rauszusuchen, es ist ja auch immer... Man bekommt ja auch immer gut gemeinte Ratschläge von verschiedenen Seiten, aber ich glaube, dass ich imstande bin, eine gute Mannschaft aufzustellen. Und ich weiß schon, auf was drauf angespielt wird, welche Position. Auch darüber machen wir uns immer Gedanken. Und wir werden schauen, wie auch da die Trainingseindrücke sind, welches Team vielleicht für dieses Spiel am besten zusammenpasst. Und wir werden auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Truppe wieder auf den Rasen schicken, die erfolgreich gegen Düsseldorf auftreten wird. Und wie gesagt, 2 Trainingseinheiten habe ich noch Zeit und dann werde ich schon die richtige Wahl treffen. Philipp Rentsch ist der Nächste. Ja, hallo in die Runde. Gegen Hamburg fiel vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit auf. Die Mannschaft ist sehr diszipliniert aufgetreten, war insgesamt sehr fleißig. Man hatte den Eindruck, von der ersten bis zur 90. Minute funktioniert es. Wie lässt sich diese Geschlossenheit jetzt auch ins nächste und auch in die darauffolgenden Spiele wieder transportieren und mitnehmen? Indem man den Konkurrenzkampf versucht, möglichst hochzuhalten. Wir haben ja gesagt, oder ich habe ja auch ein bisschen kritisiert, dass die Intensität in einigen Spielen nicht optimal war. Jetzt haben wir natürlich vom Spielermaterial auch ein bisschen auf Positionen eine gewisse Dynamik drin gehabt, die uns für dieses Spiel sehr gut gestanden hat. Und deswegen habe ich gesagt, die Messlatte ist natürlich sehr, sehr hoch, weil man hat gesehen, was möglich ist. Man muss natürlich auch eins bedenken, dass jedes Spiel ein bisschen anders laufen kann, weil Hamburg ist auch eine Mannschaft, die Fußball spielen möchte. Wir haben Gegner, wo es ein bisschen schwieriger war, die mehr auf Konterspiel aus waren. Wir erwarten Düsseldorf auch schon ein bisschen defensiver. Sie haben eine gute Struktur reinbekommen, sie sind defensiv stabiler geworden und da müssen wir Lösungen finden. Und ja, der Konkurrenzkampf, bleibe ich dabei, ist entfacht. Wir haben ja auch gesagt, dass wir auch personell immer wieder nachlegen können, auch während des Spiels. Und von dem her sind wir da auf einem ganz guten Weg.
Weiter geht's mit Philipp Rentsch, dann kommt Martin Jagusch. Stichwort Dynamik. Gerrit Holtmann hat gegen Hamburg, wie ich finde, ein ganz gutes Spiel gemacht. Welche Qualitäten bringt er mit, die der Mannschaft besonders helfen können? Sie haben ihn ja jetzt seit schon bald 3 Monaten im Training und teilweise auch schon im Wettkampf gesehen. Welche besonderen Stärken bringt er mit? Womit kann er der Mannschaft besonders helfen und woran muss er vielleicht aus Ihrer Sicht noch arbeiten? Also Sie haben es ja schon richtig gesagt, dass er eine unheimlich gute Dynamik hat. Das ist natürlich auch sein Spiel. Wenn wir es schaffen, ihn immer wieder in Position zu bringen, am Anfang war es so, dass er gerne den Ball noch in Fuß gefordert hat und wir versuchen auch da immer seine Stärken in den Vordergrund zu stellen. Das ist einfach die Dynamik, wenn er in den Raum reinläuft, wenn der Ball dann kommt. Er hat ja auch die eine Szene, wo er auf den Zolli super vorbereitet, wo Zolli die Chance 1-1 gegen Ulreich hatte. Das sind schon die Qualitäten, die er hat. Er kann natürlich dementsprechend noch daran arbeiten, dass er ja den letzten Pass, dass die letzte Flanke oder dass überhaupt die Flanke zielgerichtet kommt. Da sind wir auch ständig am Trainieren, gerade für ihn. Da kann er mit Sicherheit noch eine Schippe draufpacken. Er ist, wie gesagt, unheimlich Dynamik. Er ist defensiv auch stabiler geworden, dass er die Räume oder die Passwege gut zustellt. Aber wir wollen natürlich schauen, dass wir möglichst offensiv sehr, sehr gut und sehr, sehr variabel einsetzen, weil das ist einfach sein Spiel und das tut der Mannschaft auch sehr, sehr gut. Martin Jagusch. Ich würde gerne Sebastian Schinzelorz einmal ganz kurz in die Runde mit einbinden. Die Ausbeute bisher ist deutlich besser als im Vorjahr. Was aber geblieben ist, ist die Wankelmütigkeit der Mannschaft. Die Wankelmütigkeit der Mannschaft in den Leistungen. Fürth war sehr schlecht, Hamburg war sehr stark. Was kannst du als Sportvorstand tun, um diese Wankelmütigkeit vielleicht mal aus der Mannschaft herauszubringen? Also erstmal finde ich die Feststellung genau richtig. Wir haben nicht nur ein gutes Spiel in Hamburg gezeigt, sondern auch gegen die zweite Mannschaft aus Hamburg, gegen St. Pauli zu Hause, über weite Strecken sehr gut performt. Wir hatten richtig auch das erwähnt, ein paar schlechtere Spiele. Und das ist genau der Punkt, der ein bisschen die Charakteristik der zweiten Liga zeigt. Das ist kein Problem in Anführungsstrichen des VfL Bochum, sondern das begleitet viele, viele Clubs in dieser Liga. Wir haben jetzt vielleicht in den letzten Wochen mit Fürth die einzige Mannschaft, die eine gewisse Grundstabilität und eine gewisse Grundkonstanz über einen längeren Zeitraum hinbekommen hat. Selbst Vereine mit einer sehr hohen individuellen Qualität und mit guten wirtschaftlichen Möglichkeiten wie der HSV haben nach den 5 Siegen jetzt auch mal eine Strecke, wo sie mal nicht gepunktet haben. Also das ist, glaube ich, so die Charakteristik der zweiten Liga. Und was wir dagegen tun können, ist, die Dinge immer wieder aufzuzeigen, immer wieder anzusprechen, immer wieder auch in den Videos den Jungs sichtbar zu machen und die Trainingsintensität und die Trainingsinhalte so anzupassen, dass wir so oft wie möglich an die große Herausforderung, an die 100% Leistungsfähigkeit kommen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für alle Clubs in dieser Liga. Und ich glaube auch, wenn man die letzten Spiele sich anschaut und ein bisschen in die Zukunft blickt, die Vereine, die konstant an 100% kommen, werden dann wahrscheinlich in dieser engen Liga auch relativ weit oben landen. Die es weniger oft hinbekommen, dementsprechend auch im unteren Teil der Tabelle landen. Günter Pohl. Ich habe eine ganz andere Frage an Sesi. Und zwar weiß ich, dass die WAZ, der Kollege Rensinghoff, das schon recherchiert. Es geht um das Jugendleistungszentrum. Beim VfL herrscht ja nicht nur Spiel-, sondern auch Trainingsverbot. Es ist aber jetzt mittlerweile bekannt, dass andere Jugendleistungszentren arbeiten und trainieren dürfen. Und wie gestaltet sich da der Stand beim VfL offiziell und was unternehmt ihr, um für eine gewisse Chancengleichheit zu sorgen? Also wir unternehmen alles, was in unserer Macht steht, dass wir unseren Nachwuchs wieder auf den Platz bekommen. Da liegt es nicht bei uns, sich über andere Vereine oder über andere Standorte Gedanken zu machen. Was im Umfeld passiert, interessiert nicht, weil die maßgebende Aussage, die wir brauchen, ist die des Gesundheitsamtes vor Ort. Da haben wir sämtliche Argumente ins Feld geführt.
sind da auch weiterhin im engen Austausch und schauen, wie die Entscheidung diesbezüglich ausfällt. Also wie gesagt, für uns sehr wichtig, dass die Jungs auf den Platz zurückkehren, weil es am Ende auch darum geht, ihnen eine gewisse Ausbildung zukommen zu lassen. Und das ist aktuell aufgrund der besonderen Situation nicht möglich. Und für uns wäre es natürlich wünschenswert, dass sie so schnell wie möglich auf den Platz zurückkommen. Logischerweise unter Einhaltung sämtlicher Dinge, die wichtig sind, um die Gesundheit zu gewährleisten. Und du hast noch einen weiteren Aspekt angeführt, wenn es denn irgendwann mal zum Restart im Nachwuchs kommen sollte, glaube ich, ist es wichtig, dass da Chancengleichheit herrscht. Und wenn natürlich jetzt Clubs durchtrainieren und wir dürfen es nicht, das akzeptieren wir logischerweise, weil wie gesagt, es liegt nicht in unserer Hand, dann wäre es schon irgendwo ein Nachteil. Deswegen wäre es wünschenswert, dass wir da schnell auf den Platz zurückkehren unter Berücksichtigung aller Dinge, die Gesundheit gewährleisten. Und nochmal Günther Pohl. Nochmal eine Anschlussfrage, Sesi, wie ist denn, ihr seid ja in permanenten Gesprächen, gibt es denn Signale, dass vielleicht in diesem Jahr der Nachwuchs nochmal auf den Platz darf? Ja, wir sind da wirklich ganz eng im Austausch, haben da immer, wenn es Neuigkeiten gibt, auch wieder sofort den Dialog, den wir aufrechterhalten und den wir wieder eingehen. Aber Stand jetzt gibt es nur die Aussage, dass es in der aktuellen Situation nicht möglich ist, ohne dass da jetzt perspektivisch sich Änderungen angekündigt haben. Wir werden logischerweise den Dialog weiterführen und hoffen, wie gerade schon erwähnt, dass wir auf den Platz zurückkehren. Joachim Droll. Auch mal eine Frage an Sesi. Du kannst auch aus deiner Erfahrung sagen, häufig müssen Manager in meiner Winterpause das korrigieren, was im Sommer nicht so gut gelaufen ist. Jetzt habt ihr einen super Kader beisammen. Es läuft gut, es gibt keine größeren Verletzungen. Kann es durchaus sein, dass es mal einen ruhigen Winter gibt, dass der VfL dort zumindest was Einkäufe angeht, gar nicht aktiv wird auf dem Transfermarkt? Ja, es ist durchaus möglich, weil natürlich die Situation auch eine spezielle ist. Klar, richtig ist, dass man natürlich dann im Winter nochmal schaut, um vielleicht Ergänzungen für den Kader dazu, ob man Ergänzungen dazu bekommen kann. Wir fühlen uns, und das besprechen wir tagtäglich, gut aufgestellt, haben viele Variationsmöglichkeiten, müssen natürlich aber auch schauen, wie die nächsten Spiele gerade im intensiven Dezember laufen, ob Sperren oder Verletzungen dazukommen. Generell ist die Saison auch wirklich sehr, sehr speziell. Durch den Wegfall der Winterpause fehlt auch Integrationszeit. Also es geht ja in einem durch. Das heißt, selbst wenn man Spieler dazu holt, wird die Zeit sehr knapp und sehr schwierig sein, auch die Jungs da dementsprechend ins Training und in die Abläufe zu integrieren. Die Spiele kommen Woche für Woche und teilweise auch als englische Wochen auf uns zu. Also eine sehr, sehr intensive Zeit. Und der nächste wichtige und auch sehr entscheidende Punkt ist natürlich die wirtschaftliche Situation, wo natürlich auch jeder Club enorme Verluste und Einnahmeverluste zu verzeichnen hat. Und man sich natürlich jetzt zweimal überlegt, ob man da nochmal was oben drauf packt. Das ist ganz klar. Aber wir haben noch ein paar Wochen. Wir sind da mit Thomas, auch mit dem Rest des Trainerteams regelmäßig im Austausch, beobachten die Entwicklung unseres Kaders, beobachten natürlich die Ergebnisse und auch wie sich die Jungs da präsentieren. Und wie gesagt, Verletzungen kann man nie ausschließen. Wir hoffen natürlich, dass wir da gut durch die Saison kommen, wie das bis jetzt der Fall war, und werden das dann aber auch in den nächsten Tagen regelmäßig neu betrachten und dann dementsprechend auch unsere Handlungsweisen anpassen. Weiter Joachim Droll. Eine Frage an Thomas nochmal, vielleicht auch mit einem kleinen Augenzwinkern schon mal, Thomas. Jetzt gab es ja den Elfmeter beim HSV, da hat der Robert sich den Ball geschnappt und sich herein verwandelt. Danny war auch noch mit auf dem Platz, Silver noch nicht, die ja nun auch in der Vergangenheit eigentlich sehr sichere Elfmeterschützen waren. Musstest du oder wirst du da manchmal was zu sagen, oder sollen die drei das manchmal, wenn sie vielleicht auch mal gemeinsam am Anfang auf dem Platz stehen, untereinander regeln, oder hast du eine klare Hierarchie da jetzt eingeführt? Nein, eine Hierarchie hatte ich gerade beim Elfmeter noch nie eingeführt, also seit ich Trainer bin, egal ob es in der Jugend war oder das. Natürlich haben wir unsere Schützen, und der sich am besten fühlt, soll den Ball nehmen, und man hat ja auch gesehen, dass wir sichere Schützen haben, und Robby hat sich die Kugel genommen, hat ihn reingeschossen, und von dem her hat er alles richtig gemacht. Und ist natürlich so, dass man nicht unbedingt auf dem Platz dann noch Rumdiskutiererei haben möchte, weil das lenkt ja den Schützen auch ab. Also es ist schon klar, dass die Jungs das vorher besprechen, und dann kommt es aufs Spiel drauf an. Und wenn sich, wie ich gerade gesagt habe, der sich am besten fühlt, der nimmt sich dann die Kugel, die anderen wissen dann Bescheid. Und ja, und wenn er immer so die Elfmeter schießt, habe ich auch nichts dagegen. Philipp Rentsch.
Ja, auch noch eine Frage an Thomas Reis zu Herbert Bockhorn. Wir haben zwar schon in der letzten Woche über ihn gesprochen, jetzt habe ich heute in der WAZ bei den Kollegen gelesen, den Satz, dass sie gesagt haben, er könnte so etwas wie der neue Jordi Osei-Tutu werden. Wie haben Sie das genau gemeint? Also ich habe es in eigentlich in mehreren Dingen so gemeint. Zum einen hat Jordi, also als ich hier das Traineramt übernommen hatte, schon ein bisschen Probleme gehabt, seine Leistung auf dem Platz abzurufen. Er hat ein bisschen gebraucht, um mich auch kennenzulernen. Bei Herbert war es dann so, er hat wenig Spielpraxis gehabt und leider die Verletzungen. Jetzt hat er sich reingekämpft, hat taktisch die Dinge angenommen, wie wir auf gewissen Positionen spielen wollen. Er hat eine unheimlich gute Dynamik. Ich meine, Jordi war nochmal ein anderes Kaliber. Also so schnell, glaube ich, ist selten ein Spieler gewesen. Das hat man auch letztes Jahr gesehen. Das hat uns sehr gut getan. Aber ich habe das so ein bisschen in Vergleich angestellt, weil Herbert auch ein Spieler ist, der beide Positionen spielen kann. Ja, wir haben ihn für rechts hinten verpflichtet, er hat aber auch häufig rechts vorne gespielt und er kann die ganze Bahn spielen. Das war auch der Grund, wo ich gesagt habe, als bei Danny ein bisschen die Luft raus war, ihn dann vorne reinzuwerfen, weil er halt im Training einfach überzeugt hat, weil er ja einen unheimlich, ich sag schon, einen fiesen Körperschwerpunkt hat, wo er für einen Gegner sehr schwer ist zu verteidigen. Und deswegen hatte ich gesagt, ist das so ein ähnlicher Typ wie Jordi. Und ich hoffe, dass er da jetzt auf dem Weg weitermacht, dass er von Verletzungen verschont bleibt. Dann haben wir da einen Spielertyp, der, wie ich gerade gesagt habe, beide Positionen spielen kann. Es ist auch so, dass dann ein Gembo gute Konkurrenz hat. Das tut ihm auch gut. Man hat es ja auch in Hamburg gesehen, dass er wesentlich mehr leisten kann, wie er vorher gezeigt hat, wie die ganze Mannschaft. Und ja, und da bin ich halt froh, dass Herbert jetzt soweit ist. Und er hat sich den Einsatz absolut verdient gehabt. Und ja, das hat auch ganz gut gepasst von der Positionierung her. Gibt es weitere Fragen eurerseits? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich für euer Interesse und wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns dann am Montag hier zum Topspiel um 20.30 Uhr im Vonovia-Ruhr-Stadion. Bis dahin, macht's gut. Schönen Dank. Ciao. Danke. Tschüss. Tschüss.